Für die Klößchen benötigen wir einmal Geflügelfleisch, die gleiche Menge Sahne, etwas Trüffelöl. Für unsere Wildsuppe einmal Wildfleisch, etwas Eiklar, Wurzelgemüse, Wildfond, entweder gekauft oder selber gekocht, ein paar Gewürze, etwas Balsamico-Essig, Sojasauce und Portwein. Und an Küchenutensilien benötigen wir einen Fleischwolf, einen Topf zum Kochen, ein Sieb mit Tuch zum Passieren und einen Mixer für die Klößchen. Eine Konsommee ist quasi eine geklärte Brühe. Das bedeutet, wir müssen Klärfleisch selber herstellen und brauchen unsere Brühe. Normalerweise Rinderbrühe, Wildbrühe, je nachdem, was ich vorhabe. Ich habe hier meine selbstgekochten Wildfond, bedeutet aus den ausgekochten Knochen. Oder gegebenenfalls, wenn ich keine Knochen hatte, kaufe ich mir die Fond im Geschäft. Das heißt, das sind meine beiden Möglichkeiten, die ich brauche zum Starten. Und dann geht's los, wir müssen unser Klärfleisch herstellen. Bedeutet, wir brauchen ein Fleisch mit hohem Bindegewebeanteil. Bedeutet meistens Keule, noch besser unten die Haxe, beziehungsweise ein Stück Fleisch heißt nachher Hesse. Bedeutet Bindegewebe, Fleisch ist hygroskopisch, das klärt den Fond, bindet das Eiweiß und gibt den meisten Geschmack ab. Das heißt, dieses Fleisch habe ich hier. Das heißt, ich habe Wildfleisch oder was auch sein kann, wenn ich mir selber einen Wildbraten vorbereite. Ich habe Reste über an Fleisch, die ich nicht gebrauchen kann. Im rohen Zustand, dann friere ich mir die ein und nehme die später zum Klären für meine Suppe. Das heißt, man braucht dann als nächstes einen Fleischwolf, den habe ich hier drüben mit einem Aufsatz, Schüssel zum Auffangen und wir fangen jetzt an, quasi Hackfleisch aus dem Wildfleisch herzustellen. Dafür kommt einmal der Aufsatz oben drauf, dann fangen wir an zu starten. Dann machen wir einen gewissen Platz und dann wird das Fleisch durchgelassen. Sehr schön. Hier könnte man quasi jetzt auch eine Wild-Bolognese draus kochen oder Wild-Burger machen aus dem Ganzen, was wir jetzt hier haben. Dann das Wurzelgemüse, das sollte auch mit durchgelassen werden. Zwiebel und Knoblauch nicht, aber mein Sellerie und meine Karotte. Das bedeutet jetzt das Ganze wieder anmachen. Dann Sellerie mit dazu. Möhre hinterher. Super. Fertig, hervorragend. So, das bedeutet, hier habe ich quasi mein Klärfleisch soweit hergestellt. Da können wir uns hier schon mal ein bisschen Platz machen. Das heißt, das stelle ich mal an die Seite. So. Jetzt als nächstes kommt hier noch Eiklar mit dazu. Eiklar brauchen wir auch gleich zum Binden. Dann an Gewürzen habe ich hier etwas Thymian, den tue ich einmal öffnen, dass die ätherischen Öle besser rauskommen. Dann habe ich hier einmal Lorbeerblätter, dann habe ich hier eine Nelke, Wacholder und Pfefferkörner, die kommen mit dabei. Den Knoblauch nicht durchlassen, sondern wirklich nur andrücken und auch so, wie er ist, mit der Schale. Und bei den Zwiebeln, die wollte ich nicht durchlassen, damit die nicht gequetscht werden. Die kommen auch mit der Schale mit dazu, bedeutet, die werden so genommen, wie sie sind und werden einfach nur geachtet. Das Schöne an der Schale ist, hierdurch kriege ich die schöne Farbe. Das kennt man auch vielleicht, habe ich schon mal gehört, von Ostern, von Eierfärben. Auf jeden Fall vorher abwaschen, aber so lassen, wie sie sind. Was früher auch gerne gemacht wurde, wurde eine Pfanne aufgestellt, dann wurde diese Zwiebel, so wie sie ist, in die heiße Pfanne gelegt und man ließ die Zwiebel verbrennen und dadurch bekam man noch eine dunklere Farbe in der Suppe. Das Problem ist nur, das ist nicht gerade gesund, wenn eine Zwiebel verbrennt. Dementsprechend lassen wir das weg und nehmen sie nur so, wie sie ist und dementsprechend nur vierteln. Auch mit dazu, dann zum Färben, habe ich mir ein paar andere Sachen überlegt. Das heißt, ich muss sowieso Salz mit dazugeben, das heißt, ich nehme flüssiges Salz in Form von Sojasauce, einmal sehr schöner Geschmack, plus nachher eine schöne Farbe. Das gleiche gilt für Balsamico, einmal hebt die Säure den Geschmack von der Suppe, dementsprechend einen schönen alten Balsamico oder einen schönen Balsamico, einen Schuss mit dazu. Und
Dann ein bisschen Portwein. Den auch mit dazugeben. So. Das heißt, meine Basis zum Klären ist soweit fertig. Dann wird das Ganze einmal durchgerührt. Und dann kommt das so, wie es ist, in einen Topf. Zusammen mit meinem Fond. Das heißt, mein Topf, den habe ich hier. Dann kommt das Klärfleisch mit dazu. So. Dann der Fond. Entweder, wie gesagt, gekauft oder hier selbst gemacht. Hervorragend. Was passiert jetzt? Wir bekommen zum einen, sobald wir das Ganze aufstellen und erhitzen, den Geschmack aus dem Fleisch, aus dem Gemüse in unsere Konsumierung und in die Suppe. Und die Geschichte, was ich eben erzählt habe, was Fleisch, Gemüse und Eiweiß hygroskopisch ist, bedeutet, es bindet Trübstoffe, hält die fest. Wichtig ist hierbei nur, wenn ich das Ganze jetzt aufstelle, lasse es kochen wie Wäsche. Bedeutet, es bindet zwar, aber durch dieses starke Kochen wird die Konsumé, der Fond wieder trüb. Bedeutet, hier ist wirklich ganz, ganz wichtig, das Ganze langsam erhitzen, nicht kochen lassen und hierbei stehen bleiben, solange bis nachher das Fleisch bindet und quasi nach oben steigt. Ich denke mal, das dauert jetzt ungefähr 5 Minuten, bis es soweit ist. Solange passe ich hier auf, dann machen wir gleich weiter. Jetzt kann man schon sehen, das stockt alles, bedeutet auch, es kommt nach oben, kennt man ähnlich wie beim Gnocchi-Kochen. Das heißt, mein Fleisch, mein Gemüse ist jetzt, ach, meine Suppe lebt. Hier kann man auch schon sehen, jetzt fängt sie an zu kochen, perfekt. Das bedeutet, jetzt die Temperatur runterschalten. Das heißt, jetzt habe ich hier vorher, nochmal zum Verständnis, eine Brühe gehabt. In die Brühe haben wir Klärfleisch gegeben und dadurch haben wir aus der Brühe einige, oder stellen gerade, eine geklärte Suppe her. Das Ganze heißt dann Consommé. Vielleicht auch schon mal gehört diesen Ausdruck Consommé Double. Das bedeutet in dem Fall, wir nehmen die doppelte Menge an Klärfleisch. Bedeutet, durch das Fleisch kriegen wir mehr Geschmack in die Suppe und wir klären das quasi. Die Suppe wird dadurch auch klar, im wahrsten Sinne des Wortes. Was wir jetzt haben, geklärt ist, aber halt das Ganze war ja maximal 5 Minuten in der Suppe drin. Das heißt, der Geschmack aus dem Fleisch ist noch gar nicht richtig draußen oder aus dem Gemüse. Bedeutet jetzt, wir nehmen die ganze Sache so, wie sie ist, stellen sie an die Seite und lassen das Ganze jetzt nur noch ganz langsam auf halber Kraft simmern oder köcheln oder ziehen, dass das Fleisch nur ausgelaugt wird zum Passieren. Da machen wir nachher weiter. Bedeutet, solange unsere Suppe da steht und Geschmack annimmt, können wir uns um die Klößchen kümmern. Das bedeutet, hier vorne einen Topf aufstellen mit Wasser, wo gleich die Klöße drin abgestochen werden, aber vorher müssen wir die Masse herstellen. Für die Masse nehme ich mir Geflügelfleisch. Ich brauche die gleiche Menge an Sahne. Sollte beides kalt sein. Wichtig ist, bei größeren Mengen, das Ganze wird gleich gemixt in einem Mixer. Bei größeren Mengen muss man halt aufpassen, je länger man das Ganze mixt, kann es passieren, das wird warm, dementsprechend gerinnt das Eiweiß im Fleisch. Es stockt schon beim Mixen. Dann würde ich das Fleisch vorher kurz anfrosten. Das heißt, ich würde es in Froster stellen, ungefähr für eine halbe Stunde, dass es ein bisschen anfriert. Das gleiche gilt für die Sahne. Das weiß man, wenn man Sahne zu lange schlägt, dann kriegt man da Butter raus. Das heißt, die Sahne sollte auch kühlschrankkalt sein. Jetzt als erstes einmal das Fleisch in den Mixer geben. Dann die Gewürze in Form von Pfeffer. Das Ganze ruhig ein bisschen überwürzen. Einmal schluckt die Sahne und gleich beim Kochen verlieren die Klößchen im Wasser auch ein bisschen Geschmack. Deswegen ruhig eine Prise mehr Salz, ruhig eine Prise mehr Pfeffer. Dann wollen wir Trüffelklößchen machen. Bedeutet hier, ich habe ein Trüffelöl. Hier drauf achten, da sollte auch Trüffel drin sein. Dementsprechend weiß ich, das Aroma kommt vom Trüffel und das Öl wurde nicht, wie sagt man, aromatisiert. Man sollte auch Trüffel im Öl erkennen. Ansonsten, wenn es aromatisiert sein sollte, verliert es unheimlich schnell an Geschmack. Und so eine Flasche reicht selbst mir ein halbes Jahr und wäre halt schade, wenn nach einem Wort kein Geschmack mehr mit drin ist. Und jetzt als erstes das Ganze so wie es ist, ohne Sahne mixen. Das heißt, wir holen uns einmal den Stab, setzen ihn oben auf, besorgen uns jetzt ein bisschen Strom. So, und fangen einmal an, das Ganze fein zu mixen. Das sollte auch schon reichen. Geflügel ist ein sehr weiches, dankbares Fleisch für so eine Geschichte. Und jetzt die gleiche Menge Sahne mit dazu. Es riecht auch sehr schön nach dem Trüffel. Jetzt merkt man auch, die Masse fängt an zu binden. Das reicht auch schon.
Länger traue ich mich auch nicht, weil ich sonst wiederum Angst habe, was die Sahne betrifft, dass die gerinnen könnte. Und fertig ist meine Klößchenmasse. Wie gesagt, da kann man Nocken, eine Farce ist das quasi, da kann man Nocken abstechen, was auch gehen würde. Quasi, jetzt hätte ich eine Hühnchenmasse für Bratwürste mitzufüllen. Oder ich kann das auch nehmen, wenn ich zwei Stücke Fleisch füllen möchte und möchte ineinander kleben. Dafür würde sowas auch funktionieren. Das heißt, so eine Masse ist vielfach verwendbar in der Küche. Und dann geht's los. Löffel nehmen und dann von der Masse Nocken abstechen und die ins Wasser geben. Hier ist wiederum wichtig, hier darf das Wasser auch nicht kochen. Und auch ein bisschen Salz mit ins Wasser geben. Oder halt wirklich kleinere Nocken abstechen, würde bedeuten nur einmal rein, einmal rüber. Einmal rein, einmal rüber, einmal rein, einmal rüber. Was ich auch schön finde, anstatt Trüffelöl, was wir jetzt hier drin haben, wäre mit Schnittlauch zu arbeiten. Was auch toll passt bei so einer Geschichte, sind getrocknete Pilze in Form von Morcheln oder Steinpilzen, die fein mahlen oder klein gewürfelt mit dazugeben. Und das passt hervorragend nachher als Suppeneinlage. Grießklößchen wäre auch eine schöne Geschichte, die man machen könnte. Also, wie Sie möchten. So, und hier wiederum, wenn die anfangen zu stark zu kochen, dann plustern die sich auf, das heißt, die gehen kaputt. Die Bindekraft vom Ei geht verloren oder vom Eiweiß. Dementsprechend hier auch wichtig, nur ziehen lassen, aber nicht kochen lassen wie Wäsche. So, unsere Klößchen, die ziehen jetzt vor sich hin. Die brauchen ungefähr bei der Größe 3 Minuten, bis die gar sind. Unsere Suppe würde ich ganz gerne schon eine halbe Stunde simmern lassen. Bedeutet das, wir lassen das so stehen, wie es ist und treffen uns in einer halben Stunde wieder und fangen dann an, die Suppe zu passieren und anzurichten. Die Klößchen habe ich schon mal zwischendurch geparkt, die sind soweit fertig. Bedeutet jetzt, wir kümmern uns um unsere Konsommee. Die muss jetzt passiert werden. Passiert bedeutet, ja durch ein Sieb geschüttet, übertrieben gesagt. Die stellen wir mal kurz an die Seite, dann hole ich mir einen neuen Topf mit einem Sieb und einem Tuch. Beim Sieb ist es oft so, es ist zu grob, da kommen feinste Stückchen noch mit durch. Das heißt, unsere Konsommee ist nicht klar genug, deswegen ein Passiertuch nehmen. Das Tuch habe ich vorher mal ausgewaschen mit warmem Wasser. Und dann geht das Tuch in das Sieb rein. So. Von der Größe müsste das ungefähr passen. Und dann fangen wir an, die Suppe da rein zu gießen oder mit einer Kelle arbeiten. Und dann hole ich mal schon schön sehen, wie schön die von der Farbe ist, wie schön klar die ist. Und fangen jetzt an, die Konsommee zu passieren. Hier auch aufpassen. Das Ganze mit Obacht machen, also bedeutet auch nicht hektisch arbeiten, sonst kann es passieren, dass ich die Eiweißstruktur, die die Trübstoffe hält, wieder zerstöre und automatisch wird meine Suppe wieder trüb. Das möchte ich nicht und deswegen hier auch wirklich langsam und ordentlich arbeiten und auch deswegen nicht alles auf einmal durchschütten, sonst kann es passieren. Das geht in die Hose. So, ich denke mal zum Zeigen, reicht das für unsere Zwecke erstmal. Nachher würde ich halt hergehen, wenn ich ganz zum Schluss bin, dann gieße ich den Rest noch ab. Der Bodensatz, der hält auch, gieße das Ganze nachher oben drauf. So, jetzt zeigen wir es doch. Ne? Hervorragend. Und wenn ich nachher merke, ich bin komplett fertig, dann darf ich jetzt mutiger werden. Und schütt den ganzen Rest oben drauf. Lass den auch oben drauf liegen, dass die restliche Flüssigkeit, die hier drin ist, noch Zeit hat, in Ruhe rauszulaufen. Und deswegen würde ich hier zu Hause noch 5 Minuten warten, dass wirklich alles rauskommt. Aber ich mache mal eine kleine Pause, gehe hier mit rüber. Und hier kann man wunderschön sehen, wie klar das Ganze geworden ist. Eine wunderschöne Farbe, ein ganz toller Geschmack jetzt auch. Anstatt der Kelle auch mal zum Zeigen, geht das Ganze auch noch schöner hier im Messbecher. Um sich das Ganze anzugucken, ist eine schöne Suppe, die auch im Teller super zur Geltung kommt. Deswegen hier nochmal eine andere Idee. Normalerweise kennt man das ja ganz gerne, in einer Schale oder in einem flachen Teller zu servieren. Bei so einer schönen Sache, was Besonderes, kann man auch überlegen, das Ganze in einem feuerfesten Glas zu servieren. Bedeutet zum einen, wir fangen an, einmal 3 Klößchen in die Suppe zu geben und dann die Wildkonsommee, hier würden auch noch gebratene Pilze mit dazu passen, die man als Einlage mit dazugeben könnte. Und dann füllen wir mit der Konsommee auf. Super. Das sieht klasse aus. Perfekt. Und hier mal eine andere Geschichte, um das Ganze auch zu servieren. Ist für mich auch was Besonderes. Ich hoffe für Sie auch. Deswegen viel Spaß beim Nachkochen.